Freitag, der 16. September. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten. Fast 2,5 Millionen Berliner sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Abgeordnetenhauses aufgerufen. Der rot-schwarze Senat kann danach wahrscheinlich nicht weiter regieren. Dafür deutet alles auf ein rot-grün-rotes Bündnis unter Führung der SPD hin. Regierungschef Michael Müller könnte trotz größerer Verluste seiner Partei Chef im Roten Rathaus bleiben. In den Umfragen liegen die vier größten Parteien, SPD, CDU, Grüne und Linke, eng beieinander. Die SPD, die in den vergangenen Jahren immer einen komfortablen Vorsprung hatte, ist zwar nach vorn, aber auf 21-24% abgerutscht. CDU und Grüne duellieren sich um den zweiten Platz. Die Linke dürfte mit 14-17% auf Rang 4 einlaufen. Alle Umfragen sehen auch die AfD im Parlament. Für die Piraten dürfte es wohl nicht mehr reichen. Die FDP dagegen, die 2011 aus dem Parlament geflogen war, kann auf den Wiedereinzug hoffen. TV Berlin sendet am Sonntagabend 19 Uhr mehr als 3 Stunden live aus dem Abgeordnetenhaus. Zahlen, Meinung, Stimmung, Talks. Agnes Fischer, Harald Perlinger und Peter Brinkmann sind für Sie vor Ort. Unsere Reporter sind für Sie in der Stadt an diversen Orten unterwegs. Einschalten, es lohnt sich. Der frühere Berliner Piratenpolitiker Christopher Lauer tritt in die SPD ein. Und das erklärte er 2 Tage vor der Abgeordnetenhauswahl. Er habe bereits einen Aufnahmeantrag gestellt und werde in Kürze SPD-Mitglied sein, sagte Lauer am Freitag der Deutschen Presseagentur. Er wolle so dafür werben, dass sich gerade junge Menschen politisch engagieren. Angesichts der aktuellen Erfolge rechtspopulistischer Parteien sei es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen. Über den Kurznachrichtenkanal Twitter schrieb Lauer, so, Mitgliedsantrag bei der SPD gestellt, damit sich was an der Gesamtsituation ändert, zum Besseren. Die Berliner SPD twitterte umgehend zurück, willkommen in der Partei, Genosse. Lauer betonte, für mich war das keine spontane Entscheidung, Gespräche gab es schon länger. Die Berliner Polizei erhält über 1100 alte Dienstpistolen vom Land Schleswig-Holstein. Sie bezahlt dafür einen symbolischen Kaufpreis von 1 Euro pro Waffe. Der Vertrag darüber ist bereits abgeschlossen, wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf bestätigte. Die Pistolen des Modells P6 der Firma Sig Sauer werden von der Polizei in Schleswig-Holstein nicht mehr gebraucht und wurden dort ausgemustert. Die Berliner Morgenpost hatte zuerst darüber berichtet. Der Bund deutscher Kriminalbeamter kritisierte die P6, die seit Ende der 70er produziert wird, entspreche nicht mehr den Ansprüchen einer modernen Polizei und ihren Sicherheitsbedürfnissen. Polizeisprecher Neuendorf erwiderte, mit der Übernahme der Pistolen wolle man möglichen Engpässen in der Zukunft vorbeugen. Die Initiatoren des Fahrradvolksbegehrens haben dem rot-schwarzen Senat vorgeworfen, die Führung, die Prüfung eines Gesetzentwurfs absichtlich zu verzögern. Mehr als 3 Monate nach der Übergabe gäbe es immer noch kein Ergebnis, kritisierten sie am Freitag. Die Möglichkeit, den Volksentscheid bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr durchzuführen, ist damit jetzt gefährdet. Offizielle Fristen für die rechtliche Prüfung des Senats gibt es nicht. Die Initiative für mehr und bessere Radwege in Berlin hatte fast 90.000 gültige Unterschriften für ihr Volksbegehren gesammelt. Sie fordert unter anderem breite Radwege an der Hauptstraße, mehr Stellplätze und 100 Kilometer Radschnellwege. Der Senat rechnet mit Kosten von 2 Milliarden Euro, die Initiative mit 320 Millionen Euro. Sänger Dieter Maschine Birre bleibt nach der Trennung der Pudis solo aktiv. Am 30. September erscheint sein neues Album, Anfang kommenden Jahres startet dann die Tour dazu. Ich habe das Gefühl, ich mache zum allerersten Mal ein Album. Ich trage ja jetzt meine Haut alleine auf den Markt, sagte Birr alias Maschine in Berlin. Es ist allerdings schon das 3. Soloalbum seiner Karriere. Na dann, warten wir mal ab. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Nacht kann es vereinzelt Regen geben. Das Quecksilber sinkt auf 18 Grad. Der Samstag kann ebenso noch leichten Regen bringen. Die Höchstwerte schaffen es nur noch auf 22 Grad. Und der Wetterausblick, gerade auf die neue Arbeitswoche. Während der Sonntag bei 19 Grad und leicht bewölktem Himmel ausklingt, startet die neue Arbeitswoche mit ähnlichen Werten. Es bleibt erstmal so kühl, aber dafür auch oft sonnig.
Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Gehen Sie wählen. Tschüss, bis Montag.